Aufgepasst, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zuallererst mal frohe Weihnachten an alle. Vielen lieben Dank, dass ihr immer dabei seid, dass ihr Abonnent seid, dass ihr immer die Videos schaut. Ich gebe mir wirklich größte Mühe bei jedem Video. Manchmal bekomme ich es gut hin, manchmal halt nicht so gut. Aber grundsätzlich geht es mir halt einfach darum, ein bisschen was zu verändern auf der Welt, euch was zurückzugeben, ein paar Geschichten mitzuschreiben von euch. Das ist mir das Wichtigste und das verspreche ich euch. Und grundsätzlich geht es mir auch darum, mit meiner Reichweite auch was zurückzugeben. Und um das geht es heute, nämlich wir haben Spenden über Twitch gesammelt. Und bevor wir jetzt mit dem Ganzen starten, drei Leute haben mir noch immer nicht die Adresse geschickt, Freunde. Wenn ihr die Ware nicht wollt, schreibt sie, dann wird es mal als Sachspende rausgehen bzw. verkauft und das Geld dann in den Spendenpool reingepackt. Ansonsten schreibt mir bitte hier oben eure Adresse, was ihr bekommen habt, weil ansonsten, ich kann über Twitch eure Adresse nicht rausfinden. Extrem schwierig und schade, aber bitte meldet euch dann noch, Freunde, wäre ja schade drum. Und ja, jetzt starten wir mal direkt los, was wir eingenommen haben, wo wir das Ganze investiert haben, in Anführungszeichen, in welche Projekte wir investieren. Da gibt es ein Projekt, das liegt mir massiv am Herzen, dazu komme ich dann später noch. Wir haben auch sehr, sehr vielen Leuten bei der jetzigen Zeit Stromkosten und so weiter geholfen. Wie gesagt, das alles noch in diesem Video. Und jetzt starten wir mal direkt los mit den Einkünften, was wir eingenommen haben. So, Freunde, das allererste muss man hier dazu sagen, mit dieser Zahl, die ich euch jetzt hier nenne, die ist deutlich, deutlich höher, was der Stream wirklich eingebracht hat. Wir haben weniger eingenommen, wie diese Zahl, die ich euch jetzt nenne. Warum ist diese Zahl höher? Ich habe einfach die ganzen Einnahmen, was auf mein eBay-Konto reingeprasselt sind, habe ich damit reingenommen. Also auch unseren Umsatz von diesem kleinen RMK-Shop, der geht da drauf, und noch ein paar andere Dinge. Das habe ich mit reingenommen, spende ich komplett aus meiner eigenen Tasche. Also das sind auch nochmal, ich glaube, 1,5k ungefähr gewesen. Also grundsätzlich, Freunde, wir haben über den Stream mit meinen Spenden, in Anführungszeichen, 4.592,68 € eingenommen. Und über Twitch dann noch durch die Werbung, durch die Donations 107,70. Insgesamt 4.700,38 €, Freunde. Ich habe mir hier jede Zahl hier rausgeschrieben. Und ja, 4.700 € rund, Freunde. Wahnsinnig heftige Zahl. Was wir damit gemacht haben, welche Projekte noch anstehen. Das alles jetzt in diesem Video. So, meine Freunde, zu unserem Hauptziel fehlt uns ja noch ein großer Batzen. Noch der RMK-Shop erwirtschaftet auch was und 10% von dem, was da reinkommt, gehen noch in den Spendenpool mit rein. Also ich habe jetzt ein paar Dinge aufgeschrieben, was wir bereits gemacht haben. Ich blende es euch immer wieder ein, aber unser Hauptziel ist leider noch, ja, kann man schon so sagen, fast in weiter Ferne. Ich sage es euch aber dann gleich. Also grundsätzlich, in Österreich gibt es ja die Caritas. Ich kenne jemanden persönlich, habe mit ihm auch gesprochen, und das Heftige ist, die Leute haben einfach Charme. Beispielsweise bei Sachspenden, die schickt man dorthin, bringt man dorthin und die teilen das aus, weil die Leute gar nicht in Kontakt kommen wollen, beziehungsweise manche gar nicht gesehen werden wollen, dass sie halt da Hilfe beziehen. Es ist traurig, nicht, dass die Leute nicht gesehen werden wollen, sondern dass das in Österreich halt der Fall ist. Wir haben da insgesamt 12-mal einen Stromzuschuss im Wert von 300 € gekauft. Also es bedeutet, die Leute, die sich Strom nicht leisten können, beziehungsweise die werden dann dort unterstützt mit Strom, Essen und so weiter. Also das ist meiner Meinung nach eine wichtige Geschichte. Das ist halt sozusagen Not im Inland, dass man auch definitiv nicht vernachlässigen sollte, denn die Sachspenden haben auf den Weg gebracht, jetzt vor kurzem leider erst, wenn wir sehr, sehr viel Stress hatten, vielen lieben Dank, Franz, und an alle anderen, die da noch Sachspenden dagelassen haben, der Franz von Frame Game, blende ich euch jetzt hier einen Shop, ist unten verlinkt, ein sehr, sehr großer Spieleshop bei eBay, der hat da einiges beigesteuert, ist auch ein Kollege von mir, ist im Mitgliederbereich, wir machen zum Beispiel den Berlin-Deal miteinander, und ich finde es einfach so geil, dass die Community halt immer zusammenhilft, und da können wir auch solche Dinge machen, besonders zu Weihnachten finde ich das ganz nice. Dann habe ich noch privat 50 € monatlich. Das werde ich jetzt, solange es mir so geht wie jetzt, den Rest meines Lebens lassen. Das bedeutet, es werden jeden Monat 50 € von meinem Privatkonto gebucht und dann auch wieder für Not im Inland dann halt ausgegeben. Also das waren jetzt relativ kleine Beträge und der größte Betrag soll in ein Brunnenbauprojekt gehen. Was meine ich damit? Also grundsätzlich haben meiner Meinung nach Leute, die nicht mal Trinkwasser haben, die starten halt einfach so mit so einem massiven Nachteil im Gegensatz wie in Österreich. Auch in den Notunterkünften in Österreich ist es warm, es gibt Strom und es gibt fließend Wasser. Die haben gar nichts. Die trinken Dreck sozusagen. Das würden wir nicht mal den Hund trinken lassen, trinken die Leute dort. Und das tut mir einfach so weh, weil die es einfach so schwer haben und trotzdem noch so viel Freude auch manchmal ausstrahlen, wenn man die Bilder so sieht. Und das war für mich eine Herzensangelegenheit schon Ewigkeiten. Und jetzt, wo ich es ja realisieren kann, weil das kostet sehr, sehr viel, nämlich 8.000 € kostet so ein Brunnen dort. Wir haben bereits mit einer Organisation Kontakt aufgenommen. Ich blende euch auch jetzt hier diese Mail ein und ich will auch dort vor Ort am Start sein. Also ich habe da keinen Bock, 8.000 € auf ein Konto zu überweisen, sondern ich habe nur Bock drauf, wenn ich
dort vor Ort den Brunnen dann abnehmen kann. Wir finanzieren den kompletten Brunnen, da ist keine zweite Firma dabei, sondern wir komplett, RMK, wir miteinander, einen Brunnen, der auch dann so heißt wie wir sozusagen, meine Freunde. Dort fliege ich hin, dort werden wir uns das Ganze anschauen. Ich habe da jetzt Kontakt schon aufgenommen, habe auch schon telefoniert, ich blende euch jetzt ganz kurz das Gespräch ein. Wir würden gerne einen Brunnen finanzieren. Ich gebe Ihnen mal eine E-Mail-Adresse. Und zwar ist das der Herr, der ist für die Brunnen zuständig. Der ist dafür zuständig. Den dürfen Sie gerne anschreiben. Darf ich Ihnen noch ganz kurz eine kurze Frage stellen? Ist es auch möglich, also wir würden einen ganzen Brunnen finanzieren, ist es auch möglich, dort vor Ort zu sein, oder ist das bei euch nicht möglich? Ist bestimmt möglich. Die Fragen kann Ihnen alle der Herr Okay, perfekt. Und das werde ich zusammenbekommen, sonst bezahle ich selbst wieder alles, ist mir scheißegal. Sobald ich das Go bekomme, überweise ich dort das Geld, sobald ich aber auch das Go bekomme, dass ich den Brunnen dann abnehmen kann. Das will ich schriftlich und ich will dort vor Ort sein und dort nehme ich meine Kamera auch mit. Und da bin ich euch dann auch ein Video schuldig und auch noch, dass ihr auch das Erlebnis mit mir teilen könnt. Also so eine Abnahme, das ist was Besonderes meiner Meinung nach. Man wird das definitiv glückliche Gesichter sehen und das will ich euch nicht vorenthalten und deswegen ist es mir so wichtig, habe ich auch in die Mail geschrieben. Ich werde euch natürlich immer wieder auf dem Laufenden halten, sobald wir jetzt eine Mail zurückbekommen, habe ich leider bis jetzt noch nicht bekommen, werde ich es wieder einblenden, aber wir haben, wie gesagt, uns fehlen noch 13.700 Euro, die ich selbst irgendwie zusammenbekommen muss oder zusammenbekommen werde, ganz, ganz sicher. Und ja, grundsätzlich bedanke ich mich nochmal bei jedem, der dabei war. Franz vom Frame Game, Easy Buy, Markus Hauswirt, liebe Grüße an dich. MyBrickDepot, vielen lieben Dank. Auch an die Jungs von Knallerfalke, die ein bisschen was dagelassen haben. An alle, die halt ein bisschen was gespendet haben. Vielen lieben Dank an euch alle. Grundsätzlich soll es hier keine Werbeveranstaltung werden an alle, die gespendet haben. Ich habe es aber euch auch versprochen. Ich werde noch ein paar reinpacken in die Infobox. Wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, schreibt mir einfach, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Und bitte schreibt mir auf Twitch, wenn ihr die Ware noch nicht bekommen habt, weil ihr die Adresse noch nicht geschickt habt. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen motivieren. Ich glaube auch, dass wir gemeinsam viel, viel mehr noch erreichen können, wenn andere YouTuber dort mitmachen würden. 8.000 Euro ist für die großen YouTuber ist ein Tag. Es ist nicht so mühsam wie bei uns, weil 8.000 Euro ist richtig, richtig viel Geld, auch für mich. Ich werde es trotzdem schaffen, das Ganze, oder wir werden es schaffen, das Ganze zusammen zu tragen. Und ansonsten gibt es für mich nicht viel mehr zu sagen. Wir haben was im Inland investiert, in Leute, die sich halt Strom, Essen und so weiter nicht leisten können. Wir haben Sachspenden abgegeben. Ich zahle noch 50 Euro monatlich mein restliches Leben, auch für den Inlandssupport sozusagen. Und den größten Teil werden wir in den Brunnen stecken, was halt wirklich so ist, weil ihr müsst euch vorstellen, auch in den schlechtesten Unterkünften in Österreich hat man es auch besser wie in einem Zelt in Afrika, wo man dreckiges Wasser trinkt oder 20 Kilometer laufen muss, um überhaupt Wasser zu bekommen, das einigermaßen trinkbar ist. Und wenn man dann erkrankt, hat man nicht mal medizinische Versorgung und stirbt dort einfach. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es dort manchmal ist. Natürlich nicht in ganz Afrika, ist es vollkommen klar, aber wo der Brunnen hinkommt, dort sind halt solche Verhältnisse, Freunde. Das ist mir wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach alles Liebe. Ich hoffe, dieses Video konnte euch, wie gesagt, motivieren, weiterhelfen. Vielleicht macht ihr auch so ein kleines Spendenkonto, wo ihr 10 Euro im Monat spendet. Das ist für uns nichts, aber für so Leute auch in Österreich, in Deutschland sehr, sehr viel. Jo, wir müssen zusammenhalten, Freunde. Wir müssen weiter Gas geben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.